Willst du uns zuschauen? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, die Bevölkerung wünscht sich Pelzmäntel, scheinbar ist ihr kalt. Dann soll sie die Pelzmäntel auch bekommen. Und die Produktion hatten wir beim letzten Mal schon angeworfen. Allerdings bei den Handelsrouten einen kleinen Fehler gemacht. Oder haben wir die noch gar nicht reingenommen? Da muss ich jetzt mal schauen. Neue Welt. Ah, wir haben es noch gar nicht reingenommen. Wunderbar. Denn die Baumwollweberei lässt sich nur hier in der neuen Welt errichten. Schön, dass ich da beim letzten Mal auch gleich Platz gemacht habe. Unbewusst daran gedacht. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Und hier noch ein bisschen was. Oh, was gibt es hier denn alles? Ja gut. Ja, das ist wahrscheinlich größer. Ja, dann gibt es hier halt für euch halt auch noch so ein paar Tränken. Einmal dahin. Einmal dahin. Oh, Blaupause-Modus. Ja, wie das immer so ist. Und was kommt da? Eine blühende Staude. Gut, warum auch nicht. So, nun aber. Lassen wir das kurz anlaufen. Bevor wir dann das Schiff auf Handelsroute schicken, damit er schon ein paar Waren mitnehmen kann. Hier zu viele Transporter. Oh, da können wir doch auch noch ausbauen. Ganz vergessen. Und hier müssen wir auch noch überall die Straßen errichten. Hier sieht es ja noch... Wenn du diese Gelegenheit nicht beim Schopf packst, wird sich schon jemand anders finden. Eine Taucherglockenaufgabe an, die sollten wir doch eigentlich erledigen können. Einen kleinen Moment. Ich nehme mal an. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Denn diese Aufgaben wollte ich ja noch durchführen. Da weiß ich absolut noch nicht, was mich erwartet. Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, immer schön zu hören, dieser Satz. Ei. So, was ist das eigentlich? Trotzdem noch Baumwolle. Ja gut, Baumwollstoff. Passt das dennoch hin? Nein. Dann bleibt's halt Baumwolle. So. Okay. Dann nochmal zum alten Nate schauen hier. Hey, war das denn alles gedreht? Meiden Sie die Minen mit Hilfe eines Echolots. Toll. Nein, nein, halt. Aber. Oh, du bist ja noch voll mit Material. Erstmal abladen hier. Geht nicht. Ja. Achso, das war ja die Insel hier unten. Stimmt. Gut, baue ich hier nochmal schnell, zack, ein bisschen was aus. So, was weg ist, ist weg. Und hier noch schön entlang, jawohl. Dann könnte man eigentlich hier noch schnell ausbauen. Zack. Kran anhalten! So, was hast du denn für ein Echolot verlangt? Ist ja gut, du hast mich am Schlawittchen. Also, was willst du diesmal? Ein Echolot bitte. 5 Stahl und 5 Quarzsand. Alles bereit. Das ist doch drin. Na dann. Beeil dich besser, sonst setzt das hier noch Schimmel an. Nee, Schimmel, das will doch niemand. Wir wären dann soweit. Dann, Nebukad, du fährst schon mal... Wir fahren mal beide dahin. Ei. Na, nur wir beide, nicht wir drei. Die Zeitung nochmal. Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Statt dem Feuer überlassen. Nein. Kann nicht sein. Glaube ich nicht.
und will ich nicht war lesen. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Das war weder Zensur noch Politur. Das war Korrektur. Das darfst du nicht. Das darf ich ja wohl. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ich darf das und ich mache das. So, ihr beide seid unterwegs. Dann noch mal in die alte Welt. Denn hier müssen wir ja auch noch die Schneidereien errichten. Zwei Produktionsketten hatten wir, also zwei Schneidereien. Die können wir hier noch mit dran setzen. Eigentlich, hoffe ich. So. Das Fell wird geliefert. Alles bereit. Jawohl. Dann wartet alles nur noch auf den Baumwollstoff. Dann werden wir den jetzt mal in Auftrag geben. Ei. Und nun neue Handelsroute. Ruder einrichten. Handelsruder. Und hier. Passt das jetzt hier hin wenigstens? Baumwollstoff aus neuer Welt. Du von hier nach da und lädst die ganze Karre voll hier. Alles unterbringen, was nur passt. Und wieder entladen. Zack. Ach, Quatsch. Nein, abbrechen. Stopp. 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 Halt. Halt. Das war doch wieder das Falsche. Ach, das ist doch nur die Baumwolle. Da ist der Stoff. Mensch. Wenn man nicht alles zweimal prüft. Jetzt darfst du los. Auf ihren Befehl. Nein. Nichts mit dieser Baumwolle. Das müssen wir nochmal üben. Komm, entlad das. Fährst du jetzt echt leer los? Nein. Setz die Segel. Dann muss ich das wohl nochmal rausnehmen. Tut mir leid. Ich hoffe doch, jetzt übernimmst du den neuen Befehl. Bereit für den Einsatz. Ah, sieht ganz danach aus. Ja, das war dieses Problem. Ja, okay, das ist ja vertretbar. Erwarten neue Horizonte. Jawohl, und jetzt geht es los mit dem Baumwollstoff. Das heißt, hier läuft dann auch sobald die Produktion der Pelzmäntel an. Und hier sehe ich doch irgendwo noch eine kleine Aufgabe aufblinken, hier zwischen den Häusern. Kann man doch nochmal schnell erledigen. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Na, das wollen wir doch nicht. Die große Eröffnung. Endlich wird Großvaters Plan in die Dose umgesetzt. Ein Foto wird meine eigenen Enkel dazu inspirieren, das Geschäft auf ewig zu konservieren. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Oh, das war ja ein richtiger Schenkelklopfer. Ja, Konservenfabrik fotografieren. Welche möchtest du denn? Oh ja, zeig mir dein Bestes. Abschicken. Nicht ein so Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Oh, was gibst du denn? Fürs Museum? Ach stimmt, das waren die ganzen archäologischen Dinger. Ein Museum könnten wir dann ja auch noch bauen. Hey, das wird ja hier eine Sache auf der Insel mit dem Platz. So rum. War richtig. Jawohl. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Ja, ich noch nicht, denn
solange ich euch noch nicht ausbauen kann und ich noch keine Ingenieure bekomme, ist mein Herz noch nicht mit Glück erfüllt. Ah, hier müssten wir noch mal schnell was ausbauen. So. Und da geht doch immer noch was. Aber die Produktion mussten wir ja auch noch erweitern. Das bedeutet... Ah, ich schau mal, würde das jetzt hier hinpassen. Das wäre natürlich optimal. Nicht ganz. Aber die drei Felder sollen vertretbar sein. Ah, ist schon ausgebaut. Hier könnten wir auch noch. Hier ist schon. Hier würde noch gehen. Okay. Dann hier noch einmal. Wo haben wir die denn stehen? Hier oben. Ja, in den Zoo möchte ich nicht rein. Das heißt, hier nochmal schnell ein Lagerhaus errichten. Und dann... So. Und so. Und dann die Straße noch. Zack. Da wird dann später noch ein bisschen verschönert. Die Feierlichkeiten sind beendet. Und dann, wie war das denn mit der Seife? Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Zwei Schweinezuchten, zwei Vasenmeistereien. Okay. Dann hier noch das Ganze einmal. Ja, packen wir dahin. Dann brauchen wir das noch zweimal. Und einmal das. Ja, passt doch fast alles. Nicht ganz so, wie ich wollte, aber soll genügen. Ah, Wurst brauchen wir mit Sicherheit auch wieder. Jawohl, bauen wir mal zwei. Ach, Mensch. Eine Brauerei hier. Oh, passt das hier noch hin? Na komm, neben dem Zoo könnt ihr euch noch gleich mal ein paar Schweine anschauen, wenn ihr Lust habt. Und nun. Ah, hier passt noch einer. Einmal. Und da passt hier doch auch noch einer, jawohl. Zweimal. Okay. Dann wieder ein Check. Fisch. Genug. Alkohol. Genug. Arbeitskleidung. Genug. Wurst. Ja, müssen wir noch einmal eins bauen. Wegen Überproduktion. Ah, das wäre eigentlich schon schön, wenn ich das hier irgendwo... Es sind jetzt 4 Stunden am Stück. Zeit, sich mal die Beine zu vertreten. Erzähl keinen Quatsch. 4 Stunden am Stück. Da waren so viele Pausen dazwischen. So, bekomme ich das jetzt irgendwo noch hier so hingequetscht? Ach, nicht so wirklich. Aber Moment, wenn ich das so einmal... Das kommt weg. Zweimal, viermal. Und das dann hier hinsetze. Ja, auch nicht optimal, aber besser. Okay. Dann. Jawohl. Bier und Brot. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch bauen. Das sieht auch noch gut aus. Rum wird 5 benötigt. Wie viel produzieren wir? 8. Und 7. Na gut, okay. Das reicht auch noch. Ja, nun gut. Dann müssen wir uns wohl noch um Brot und Bier kümmern. Ach, okay. Das heißt,
Zweimal. Das hier. Zweimal Weizen. Zack. Für eine Mühle. Ja, passt ja noch hier hin. Wunderbar. Und zwei Bäckereien. So. Einmal Brot erweitert. Dann jetzt noch zum Bier. Ach, hier müssten wir dann auch noch ein Lagerhaus hinsetzen. Das wird langsam zu viel hier in der Ecke. Und dann nochmal zweimal so. Passt das noch? Oh, wunderbar. Da muss natürlich aber auch noch hier ein Lagerhaus wieder hin. Dann brauchen wir drei Hopfenfarmen. Das würde doch, wenn ich das hier so sehe. Moment, das ist ja gar kein Hopfen. Kein Platz mehr frei. Ja, ist ja gut. Ist ja auch gar nicht das, was ich wollte. Ah, hier. Das passt doch perfekt. Können wir das gleich in diese Richtung noch erweitern hier. Einmal das. Und eine Melzerei. Zack. Und zwei Brauereien. So. Sehr schön. Hoffentlich wäre das damit auch ausgeglichen. Oh, was braucht ihr denn? Stahlträger. Uiuiui. Bereit für neue Befehle. Da muss doch mal das Virus ran. Expeditionsschiff. Und du, König Ludwig, du brauchst eigentlich auch meinen Auftrag. So, hier. Oh nein, halt, kein Stahl. Ach, wir hatten auch den alten Nate noch. Verdammt. Bin ich wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zu spät drin. Stahl. Nehmen mal ein paar Fenster noch mit. Und ein paar Steine. Sind unterwegs. Jawohl. Das freut mich zu hören. So, hier geht es auch langsam voran. Alles klar. Und jetzt mal schauen, dass wir noch schnell zum alten Nate kommen. Wenn es denn nicht schon zu spät ist. Worauf wart? Wie viel Zeit habe ich noch? 14 Minuten. Neue Befehle? Ja, du lädst das mal um hier, das Holz. Ah, natürlich habe ich jetzt wieder das Zeug nicht mitgenommen. Ich depp, ich. Wendemanöver. Was ich für das Echolot brauche. Ach, Mann. Naja. Steuermann. Dann halt, warten noch mal kurz. Und warten und warten und warten. Ui, was ist denn jetzt hier mit den Bauern los? So war das aber nicht gedacht, meine Jungs. Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Wo war da denn jetzt der Fehler? Nur nicht drauf geachtet? Oder? Ach, naja. Das kann man aber hier noch beheben. So, ich denke, das dürfte nicht so stark in die Produktion reinschlagen und dürfte das ausgleichen. Ja, gut, gut, gut. Ach so, das waren jetzt die ganzen Produktionsketten, die wir hier gebaut haben noch. Ah, ich verstehe. Ja, ist gut. Dann kann sich das auch so langsam erholen. Hier. Bist du auch noch nicht angekommen? Lieferst du denn schon Baumwolle? Wahrscheinlich noch nicht. Nein. Das dauert wohl noch einen kleinen Moment. Ja, ist aber schon hier in der Welt angekommen. Müsste also gleich losgehen.
Okay, wie sieht es jetzt aus hier? Angekommen? Hey. Jawohl. Dann brauchen wir 5 mal... Ach, waren das jetzt Stall oder Stallträger? Ich habe einen ganzen Haufen Zeug. Ja, von allem ein bisschen. Ah, das war wieder nur Stall und keine Stallträger. Das ist doch alles hier Mist, ist das doch. Naja, dann wird es halt mit der Aufgabe erstmal nichts. Wie sieht es hier aus? Noch 50 Minuten Waffenstillstand. Alles klar. Halt, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte doch hier endlich ausbauen. Die zwei hier noch. Und dann die ganzen Lagerhäuser. Ich brauche doch noch eine Flamme. Die Flammen sind außer Kontrolle. Och, wer spielt denn da schon wieder mit dem Feuer? Immer diese Pyromanen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, schau ich mir gleich an. So mutig und so viele Leben gerettet. Das will ich hoffen. So, ausbauen und da war der Stein auch wieder weg. Wo habt ihr jetzt hier rumgezündelt? In Palma Zuato. Naja, solange es nur das eine war, sei euch vergeben. So, es scheint zu laufen. Zumindest vorerst. So, dann müssen wir das Ganze noch mit Stein auskleiden und dann. Jetzt geht es los. Aber das hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. Das wird dann ein schöner Beginn mit dem Aufstieg zur nächsten Arbeiterklasse. Was hier so viel bedeutet wie Ingenieur. Ja, und damit wieder danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.